Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute will ich euch zeigen, wie man Flutter installieren kann. Flutter ist ein Framework, um Apps für Android sowie auch iOS zu programmieren, geschrieben von Google. Und ich will euch zeigen, wie ihr es installieren könnt, da ich vorhabe, in weiteren Videos Tutorials darüber zu machen. Wir klicken einfach hier auf Get Started, wählen unser Betriebssystem aus. Ich mache das hier mit Windows, da ich denke, Windows haben die meisten. Hier müssen wir uns die ZIP-Datei runterladen, in der Flutter drin ist. Das geht einen Moment. Der Download ist jetzt abgeschlossen. Ich öffne die ZIP-Datei mal, da ist der Flutter-Ordner drin. Jetzt gehen wir halt an irgendeine Stelle von unserem Computer. Ich wähle hier die SSD mal aus und gehe jetzt in meinen Benutzerordner, Manuel, und hier ziehe ich den rein. Es ist egal, wo ihr den hinzieht, aber es ist wichtig, dass ihr nicht in den Programmordner zieht, weil da braucht man Admin-Rechte, um darauf zuzugreifen. Also es muss ein Ordner sein, bei dem man keine Admin-Rechte braucht. Dann ziehe ich einfach den Flutter-Ordner hier rein, in den Benutzerordner von mir. Das entpackt jetzt hier und verschiebt es dann. So, das Entpacken ist abgeschlossen, es wurde jetzt hier rübergezogen in Flutter. Sehen wir jetzt hier den Flutter-Ordner. Den brauchen wir nachher nochmal. So, und dann öffne ich jetzt hier dieses Menü, gebe Umgebungsvariablen ein hier. Da müssen wir nicht einen hinzufügen, klicken hier drauf, gehen dann auf diesen Path. Also, wenn ihr den noch nicht habt, wie ich, klickt ihr auf Neu, zeigt Path und dann Wert der Variable ist nicht das hier, sondern. Hier steht es nämlich auch. Hier, ihr müsst flutter/bin eingeben. Das macht ihr so. Da ich das jetzt aber schon habe, kann ich hier mal kurz Doppelklick drauf machen auf Path. Neu, das hinzufügen. Okay. Dann das Ganze schließen. Dann ist die Installation erfolgreich. Jetzt habe ich Flutter installiert. Ich gebe hier CMD ein, um die Eingabeaufforderung zu öffnen. Gebe Flutter Doktor ein. So. Und dann sehen wir, ob das erfolgreich war. Jetzt wird ja unser PC gecheckt, was wir installiert haben. War alles erfolgreich, Flutter ist installiert in Version 1.22.4. Es wird auch erkannt, dass wir Android Studio haben, VS-Code, also Visual Studio Code, und keine Handys angeschlossen haben. Ihr müsst wahrscheinlich, wenn ihr es das erste Mal installiert, ich habe es mir schon mal installiert gehabt, auch noch die Lizenz von Android akzeptieren. Da steht ja dann aber, dass ihr die noch akzeptieren müsst. Und dann kompiliert ihr einfach von hier den Kommando, gibt ihn ein und bestätigt die kurz. Wir gehen jetzt aber mal weiter. Wir suchen uns halt eine Entwicklungsumgebung aus. Ich habe mich für Android Studio entschieden. Ich finde es so die beste IDE. Und dort kann man auch gleich Emulatoren starten, Android-Emulatoren. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ihr könnt Android Studio einfach hier von der Seite installieren. Die verlinke ich natürlich auch nochmal. Einfach runterladen und dann ganz normal ausfüllen. So, ich öffne jetzt Android Studio. So, ich komme hier gleich natürlich in ein Projekt von mir rein, das ich hier schon mal programmiert habe. Das ist Price Notify, meine App, womit man den Preis von Amazon-Produkten überwachen kann. Könnt ihr mal gucken im App Store. So, und hier steht es gleich. Ja, hier fehlen noch Plugins. Jetzt klicken wir hier drauf. Dann sagt er, Flutter soll installiert werden. Das ist das Plugin halt zu. Dann sagen wir, okay, installiere das mal. Und dann wird gesagt, Flutter braucht noch Dart, auch installieren. So, jetzt wurde das installiert. Jetzt müssen wir einfach nochmal kurz restarten, also nur die IDE, nicht der ganzen PC. Flutter ist jetzt erfolgreich installiert worden, jetzt könnt ihr loslegen mit eurer eigenen App. Wenn das neue Video verfügbar ist, in dem ich dann ein Tutorial mache, wie man so eine App programmiert mit Flutter, dann verlinke ich es euch hier oben und ich sage, war es auch schon wieder. Ciao Leute, haut rein.